Willkommen zurück bei Lego City Undercover. Normalerweise habe ich gesagt, okay, ich werde nur eine Folge dazu machen, aber ihr mochtet die erste Folge, deswegen mache ich noch eine zweite. Also, wenn ihr noch eine dritte sehen wollt, ich weiß nicht, ob ich die machen werde, wahrscheinlich ja weniger, aber falls doch, dann lasst ihn noch oben da. Ich meine, das Spiel ist schon alt, okay, viele kennen's. Eigentlich gibt es keinen Grund für mich, das zu spielen. Aber ich habe es auf diesem Kanal noch nie gespielt, deswegen, wieso eigentlich nicht? Aber ich werde auf jeden Fall nicht das komplette Spiel durchspielen. Kommt schon, Leute, sehe ich irre aus? Wir abonnieren kostenlos, falls du nicht getan hast, und lass uns die Räuber eliminieren. Gefangen nehmen, wir nehmen sie gefangen. Okay, also, wir müssen Clowns fangen, Leute, deswegen, ich mir mal dieses Polizeiauto. Das ist Boost. Okay, lass mal sehen, wo die sein werden. Das sind ja Clowns quasi. Und ich kann Clowns nicht leiden. Ey, pass auf! Warte mal, kann ich einfach rüber... Ach du Scheiße, ich kann rüberspringen. Alter, das ist episch. Oh, wir müssen hier nach unten. Oh, verdammt, sorry. Tut mir leid. Ups. Ja, mein Auto ist gleich zerstört. Okay, also wir müssen hier nach oben gehen, denn wir müssen erstmal nachschauen, wo er sein könnte. Mit einem neuen Gerät, was ich bekommen habe. Mit diesem Ding kann man einfach mal nachsehen. Und das sieht aus wie ein Clown tatsächlich. Wir haben ihn. Klasse. Sehr gut. Wie soll ich denn da reinkommen? Das kriegen wir schon hin, keine Sorge, Bro. Da ist jemand, mit dem soll ich reden. Hey, Officer. Können Sie mir einen Gefallen tun? Klar, gerne, wieso nicht? Ich muss das Tor aufkriegen. Ja, ist kein Problem. Prima. Mir nach. Okay, wieso dir... Okay, ich folge dir einfach mal. Soll ich jetzt aufgehen? Anscheinend ja. Und jetzt nach oben. Sehr gut, danke, Sir. Gehen Sie da oben durch die Tür. Werde ich machen, Bro. Ja, ja, alles klar. Das ist gegen die Sicherheit. Okay, hier muss ich jetzt das hier aktivieren, so wie es aussieht. Easy, easy game, easy life. Und jetzt sollte sich das Tor öffnen. Alter, muss ich ernsthaft ins Schiff reingehen? Hey, besten Dank. Immer wieder gerne, Bruder. Einfach weg. Direkt aus meiner Hand. Oh, was? Was ist jetzt los? Verzeihung. Wie komme ich bitte auf den Frachter? Ja, das würde ich gerne wissen. Ich pfeife einfach und Larry macht dann mit dem Kran den Rest. Dann pfeife. Prima. Und das passiert, sobald meine Mittagspause vorbei ist. Okay, okay. Wann ist sie vorbei? Also nie. Wie weil nie? Weil Löwe mein Sandwich gemobst hat. Oh, komm schon, es war doch nur der Möwe. Ich gehe es für sie suchen. Oh, immer. Sie beschweren sich echt immer, Alter. Okay, lass mal kurz sehen. Ja, ja, halt die Schnauze. Wir müssen jetzt selektiv spielen, um dieses verdammte Sandwich zu finden, Leute. Falls Gurke drauf ist, ist es nicht mein Sandwich. Ja, okay, ich weiß Bescheid. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hier ist es. Falls endlich. Wurst und Marmelade drauf Mann, sind, sei leise. Okay, ich will es aufheben. Hallo, weg damit jetzt. Ja, wir haben's. Sieht ein wenig eklig aus. Ja, das lag auf dem Boden, aber nimm ruhig. Oh Gott, du hast es sofort gegessen. Natürlich. Wieso auch, was auch sonst? Jetzt freust du dich auch noch. Okay. Larry, der Typ hier will aufs Schiff. Ja, bitte. Klar doch, Boss. Sehr gut, danke dir, Larry. Was tust du jetzt? Ich habe keine Ahnung, was er vorhat, aber... Ah, okay, so komme ich rein. Oh mein Gott, das war ein Leichtsprung. Und wir sind auf dem Schiff gleich. Oh Gott. Alter, was geschieht hier gerade? Okay, kannst du jetzt... Ach, der Typ arbeitet auf jeden Fall sehr effektiv. Alles klar, wir sind auf dem Schiff, so wie es aussieht. Und ich kann Sachen zerstören und das aufmachen auf jeden Fall. Oh, da bist du ja. Halt die Schnauze, ich fang dich, du Lappen. Bro, was ist das bitte für ein Parcours hier? Soll ich mal runterspringen? Bro! Scheiße, der ist schnell. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Yes! Wir haben dich bekommen, du Lappen. Du gehörst mir. Wow, wir haben Kapitel 1 geschafft. Eingeholt von der Vergangenheit. Das war episch. Anruf annehmen. Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, ja, easy. Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben es versaut. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Straßensperre? Ich brauche erstmal ein Auto. Und was ist das hier? Ich komme da nicht rein, hey, leider. Toll gemacht. Schade. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Sonst hätte ich weiß. Den reinsten Medienzirkus Medienzirkus. Ja, das ist schon witzig, Alter. Einen Medienzirkus. Ja, ja, ich verstehe schon. Das ist ja auch witzig. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Ja, ich... Mein Gott, ich verstehe es doch. Wie beim Zirkus. Bitte. Zirkus, ja, Clowns. Ich verstehe es, wirklich. Ist das Ding an? Nein! Ja! Ich nehme dieses Mal so ein Ding hier. Oh mein Gott. Das hat keinen Boost, leider. Ich glaube, ich habe den überfahren. Die Mission beginnt mitten auf der Straße, okay? Hm, das mache ich auch mal, wenn ich morgens aufstehe. Sehr Spaß. Das mache ich immer jeden Tag, den ganzen Tag. Ja, chill doch mal, ich beschütze Keine dich, okay? Sorge. Du links und nach vorne. Ich kann auch deine Mama spielen. Du, oh, das ist links, flau. Rechts und noch mal wow. Du weiter wie gehabt. Ich was zum Teufel? wow, what? oh, da haben wir jemanden, der kann auf jeden Fall gut Auto fahren. Ja, wer ist das? Oh, das ist die Flau. Entschuldigen Sie, meine Traumfrau. Aber ich brauche Ihren Wagen. Eingeholt von der Vergangenheit, das ist damit gemeint, also. Warte mal, ich nehme mir doch mal einen Wagen, einfach so. Okay, sie fährt echt krass. Am liebsten so ein Motorrad, dann kommt man leichter überall durch. Hier gibt es ja auch Motorräder. Damn. Natalia, bitte. Oh Gott. Oh mein Gott.
Ah, dann erinnere ich mich, Leute, das ist echt witzig. Eine romantische Szene. Oh nein. Nein. Oh, sie hat überlebt. Bruder. Jetzt ist sie trotzdem sauer. Mein Wagen ist Schrott. Hat es nicht gereicht, mein Leben zu zerstören? Du hast dich kein bisschen verändert. Ja, du bist immer noch großartig wie immer. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich nicht ändern. Die Haarfarbe, bitte nicht. Nicht blond? Wie? War sie blond oder nicht? Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Ey, das ist nicht die beste Idee. Nein! Oh, das ist echt das ist echt gemein. Was ist denn mit der Straßensperre passiert? Naja, also. Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich. Alles gut, alles gut. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich. Ja, was mache ich jetzt? Ich bin mitten im Nirgendwo. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, ist ja egal. Bei Frank sind es im Schnitt 2 pro Woche. Oh, beim das Imbiss nördlich von dir ist echt viel. Befindet sich eine Fahrzeugrufsäule. Ist okay, schon länger, ich werde da hingehen. Danke für die Infos. Wir sind da. Oh, hier ist eine Tankstelle. Cool. Hallo. Hi, Sir. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Wie, du hast keine Zeit? Du chillst aber nur. Ja, ich repariere sie ja. Ist ja gut. Also, wir werden sie mal reparieren, Leute. Ganz easy peasy. Der Typ, der ist eh faul gerade, Bro. Was ist hier los, ey? Wie viel Zapfen? Wieso sind alle kaputt überhaupt? Wie gehen die alle kaputt? Ich dachte, eigentlich ist das ja voll riskant, wenn alles explodiert oder wie auch immer. Du wirst nicht ruiniert. Ich habe alles repariert. Siehst du? Alles dank mir. Oktan. Der Imbiss ist gerettet. Tja. Was möchtest du? Eiscreme? Ich nehme Eis. Eine Eiscreme? Ich nehme Eis. Ja, von denen habe ich noch jede Menge. Oh, okay. Ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Oh. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Oh, geil. Danke dir. Oh, hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Ja, den nehme ich dann auch mal, ne? Ich nehme einfach den anderen auch noch. So, B. Und jetzt Rufsäule. Da haben wir es. Holy moly. Das ist echt cool. Das ist wirklich cool. Erstmal sammle ich hier alles ein, weil es mega befriedigend ist. Hallo, kann ich bitte... Alter, hör auf. Ich krieg alles Mögliche gerade. Ich will einfach nur ein normales Leben leben, bitte. Was bestelle ich? Ich kann nur einen. Okay, dann nehme ich halt eben Notfall. Ah. Okay, ja, Polizeiwagen meinetwegen. Und er kommt ange... Wow, das ist episch. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt. Und unsere Leute kommen nicht drauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen. Das ist dir doch klar, oder? Ja, ich habe keinen Helikopter, okay. Aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Ja, werde ich machen, ne? Führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Oh, sorry. Wenn dir das natürlich zu riskant ist... Ist es natürlich nicht. Super. Mir ist nichts so riskant, ich sag okay, Onkel Flau. Duke, dass du unterwegs bist. Okay, Flau, bis dann. Gott sei Dank, wir sind da. Yes. Okay. Oh, was ist das für eine Musik? Hallo? Oh, hi, Sir. Ich glaube, der ist eingepennt. Yeah. Aber sowas von. Sir, mein Name ist Chase. Ey, hat sie mich angekündigt? Was? Ja, das hat sie. Sehr schön. Mich, Chase. Ja, mich auch, Sir. Duke Huckleberry. Coole Koteletten. Und ich weiß alles. Duke Huckleberry. Okay. Verzeih meine Offenheit. Aber ich weiß von deinem Fehler. Das Teil hinter dir angelt. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Tja, das finde ich auch. Weil du den Freund zum Reden gebracht hast. Ja. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. Oh ja. Was Dummes passiert mir nicht nochmal. Nein. Ja, okay. Alles okay? Natürlich, alles gut. Ja, alles okay. Haben Sie könnte mal braten, den Fisch. Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins, diese Danke dir. Die sind nicht nutzlos, die sind cool. Ein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Okay. Streifenbarsch. Wow, ungefähr so. Wow, der ist groß. Oh nein. Nichts. Gar nichts. Ich muss da mal los. Oh nee, ey. Ja, ich muss lassen, was ein Polizist tut. Mit deinem neuen Spielzeug. Danke. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Doch, sind sie. Oh, ich kann mir hier einen Wagen nehmen. Alter, der ist ja viel größer als mein normaler. Hey, Chase. Ja? Es gibt da ein Problem. Ich wusste, dass du anrufst. Die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Ja. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt. Aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Natürlich, ich finde immer einen besseren Weg. Das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe.
Von dort Motorrad. Ich will das Motorrad haben. Korrekt. Oh Gott, komm schon. Chase. Nein, ich will das Motorrad haben. Vorher gehe ich nicht. Gib mir das Motorrad. Sorry, danke. Das ist ein Notfall. Oh, das ist so viel cooler. Ich liebe Motorräder. Oh, falsche Richtung. Bitte, jetzt kann ich durch alle Autos einfach durchfahren. Einfach mittendrin. Deswegen mache ich Motorradführerschein. Ich nehme mal an, das Motorrad, Leute. Das wurde mir ein bisschen zu langweilig. Oh, das hat sogar Boost. Okay, ich muss auf den Burger drauf. Okay, auf den Burgerladen, er gesagt. Ah, hier, jetzt kann ich die Kanone verwenden. Yes. Das ist episch. Warte mal, so. Und, ich krieg das hin. Oh, ich hab's, yes. Okay, so. Und jetzt das runterziehen, ne? Das ist ja eine Leiter. Oh, sehr schön. Jetzt kommen wir hoch, Leute. Perfekt, besser geht's gar nicht. Und schön auf diesen großen Burger. So einen großen Burger würde ich auch gerne essen, aber im Real Life, muss ich sagen. Also, ja, definitiv. So, okay. Dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Also, wir suchen Räuber, richtig? Da oben sind's. Das gefällt mir gar nicht, weil ich das sehe. Ja. Zeit, dass euch jemand darunter holt. Ich? Wieso weniger ich? Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Oh nein, ich will das nicht tun. Spaß. Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Oh ja. Also ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Easy peasy. Dort springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Ich weiß, wie man sowas macht. Und verrate ich es, bin ich wenigstens eine Woche krank. Und jetzt? Lecker Krankenhausverpflegung. Ja, ja, ist ja gut. Wie komme ich hier? Was soll ich hier tun? Ah, mich da weiter hochziehen. Alter. Das ist eine epische Mission, Leute. Bro, noch höher, okay. Und wir sind da sogar. Okay, auf geht's. Wir sind da, oh yeah. Okay, mein Plan läuft perfekt. Spaß. Oder irgendeine andere lächerliche Frage. Ja, zum Glück. Hi. Bonjour. Bonjour. Französische Papagei. Oh mein Gott, das ist echt witzig. So, ach du Scheiße. Da sind die Penner. Ja, du warst mal Fetter, du alter Verbrecher. Ich kipp gleich um. Man sagt, was hier für müchtige Verbrecher. Ich komme gleich und töte euch. Den Weg finden wir, Bro. Erstmal hier rüber schwingen. Easy. Ups. Es war knapp. Ich weiß, was ich tue. Da kann ich nicht rein. Scheiße. Nochmal rüber schwingen. Seht ihr, easy peasy, Leute. Nach oben. Hey, der kann nicht schlecht sein, okay, mit so einem geilen Ding. Ich feiere die Musik gerade mega, muss ich sagen. Ich meine, mega spannend auf jeden Fall. Warte mal, soll ich es runterziehen? Oh, und was bauen? Okay, was werde ich bauen? Ein Trampolin. Was nicht wirklich aussieht wie ein Trampolin, aber akzeptiere ich. Oh, daraus kann ich auch was bauen, Leute. Was wird es jetzt? Ein Sprungbrett, aber ein sehr krasses. Holy moly. Okay. Das ist kein Effekt, den ich ins Video eingefügt habe. Das war der epische Effekt des Spiels. Hey, hier unten ist ein Kopf. Ja, das bin ich. Okay, bye. Die Diebe werden mir nicht entkommen. Ich bekomme euch eh. Einfach nur hier rüber gehen, oh Gott. Wenn ich die Kinder gewesen wäre, hätte ich da echt irgendwas gemacht, Leute. Hey, du kommst ins Gefängnis, okay? So, komm ins Gefängnis. B, wir haben dich. Nächster. Warte, ich kann hier was zusammenbauen. Was ist es? Oh mein Gott. Das wollte ich noch nie in meinem Leben bauen, aber danke. Das sollte ich lieber nicht anfassen, glaube ich. Ach, hier. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe das echt nicht gesehen. Oh, das wird ein weiter Sprung. Oh mein Gott, ach du Kacke. Okay, warte mal, haben die das auch gemacht? Weil wenn ja, dann sind die doch echt sportlicher, als die aussehen. Hier noch ein Sprungbrett, so wie sie aussehen. Oh, oder sowas. Das ist natürlich auch geil, hey. Oh mein Gott, yes. Und du kommst ins Gefängnis. Und oh, was? Wandsprünge? Sind wir bei Mario? Ich glaube ja, Leute, das ist episch. Okay, du ebenfalls. Wo auch immer du hinkommst, ich habe keine Ahnung, aber ganz weit ins Gefängnis. Nur noch der Anführer. Oh ja, noch einer, Leute. Da ist er. Oh nein. Der hat natürlich die krassesten Moves drauf. Ich folge dir, Bro. Schnappen wird wohl schwieriger. Ach, das wird gehen, das wird gehen. Schön rutschen, easy peasy. Oh mein Gott, ich sehe schon das Problem. Die ganze Zeit A drücken. Wo ist er hin? Oh mein Gott, das macht echt einen Spaß, Alter. Okay, oh nein, du wagst dich. Scheiße. Da hast du wohl recht. Ich komme da echt nicht so leicht rüber. Ich kann eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint die News retten mich. Du musst dir schon mehr einfallen lassen. Die News retten mich, yes. Ich folge dir immer noch. Weil du dumm bist. Oh nein, was tut er jetzt? Von dem Kanal K. Okay. Bro, was hast du da geplant? Du bist weg, okay. Kann ich akzeptieren? Alter. Schon, gib endlich auf. Der Typ ist crazy, Mann. Okay, wir sind oben drauf und jetzt kommt ein weiter Sprung, Leute, festgehalten. Oh mein Gott. Zeitlupe natürlich. Ohne Zeitlupe ist das der Effekt nicht cool genug, Leute. Ganz wichtig, dass wir genug Zeitlupe haben. Was jetzt? Okay. Hilf mir! Sonst falle ich! Ich hab eine Frau und zwei Goldfische! Die armen Goldfische! Nimm meine Hand!
Sag für oh nein. Für George. Für George? Was? Benson? Barry? Barry? Ja, ja, komm schon. Sag, für wen du arbeitest. Der nimmt mich auseinander. Ja, okay. Ich arbeite für Rex Fury. Ja, Rex. Das wollte ich hören. Wo ist er? Keine Ahnung. Er meldet sich nur per Telefon. Okay, das ist ziemlich klug. Sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue. Ich weiß nicht, wer Blue ist. Gefängnis. Ah, was? Ich soll ins Gefängnis? Aber lass mich bloß nicht fallen. Okay. Ja. Du bist trotzdem K.O., oder? Okay, oder auch nicht. Wir haben ihn gerettet. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Ja, ich schnapp das ein oder andere auf. Ja, du hast ja keine Arme mehr. Hände mehr, meine ich. Oh Gott. Nein, seine armen Hände. George? Seine Vater Hände. Bensonberry? Hey! Wer? Lange nicht gesehen, Dave. Okay, ich lasse sie mal reden. Level abgeschlossen, geil, Alter. Das war cool. Kapitel 3 geht direkt ins Gefängnis. Ich habe echt keine Lust aufs Gefängnis. Aber nun, Leute, das war's dann für das Video. Also vielen Dank fürs Schauen. Lasst einen Daumen hoch, dafür mehr davon. Abonnieren kostenlos. Und bis zum nächsten Video. Bye!